Was ist eigentlich das seltenste Spielzeug in Adopt-Me? Und ist die Candy Cannon das seltenste? Finde es heraus in diesem Video. Benutzt doch gerne beim Kauf von Robux oder Roblox Premium mein Star Code Jojo, um mich kostenlos zu unterstützen. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Adopt-Me. Ah, und ja Leute, zur Feier des Tages, dass heute die neuen Geschenke rauskommen, Leute, mit vier neuen sagenhaften Fahrzeugen, wollte ich mal die Top 10 Toys in Adopt-Me machen, Leute. Ja, heute, also am Donnerstag, oh, ich habe hier ein paar Geschenke mir von meinen anderen Accounts rübergetradet, Leute, ein paar. Heute am Donnerstag kommen ja die neuen Toys rein, Leute. Und da dachte ich mal, okay, machen wir da einfach die Top 10 seltensten Toys in Adopt-Me. Weil das habe ich auf meinem Kanal noch nicht gebracht. Und ja, was ist, wenn ich euch sage, Leute, dass ich von den Top 10 seltensten Toys kein einziges habe? Ja, ich habe zum Beispiel das seltenste Pet. Ich habe sogar alle seltensten Pets eigentlich. Aber ich habe keines der seltensten Toys aus Adopt-Me. Und ja, welche sind es? Die werde ich dir in diesem Video hier verraten. Und ja, erstmal hi, danke, dass du eingeschaltet hast. Falls dir das Video hier gefällt, dann lass du gerne einen Daumen runter und abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Wie gesagt, Leute, heute am Donnerstag kommt das neue Toys-Update. Also Leute, wir bekommen neue Toys mit vier sagenhaften Autos. Ich werde auch live sein, also schalt auf jeden Fall ein. Und falls du den Livestream verpasst, guck dir doch gerne den Livestream im Endeffekt nochmal an. So Leute, also, wir reden heute über die Top 10 seltensten Toys in Adopt-Me. Und ja, fangen wir direkt an, Leute. Wie gesagt, ich habe keins davon, das heißt, ich kann euch nur Bilder einblenden. Und ja, auf Platz Nummer 10 sind die Easter Plushies und die Easter Ballons, Leute. Die sind im April 2019 an Ostern halt nun mal rausgekommen, Leute. 2019. Mittlerweile sind wir ja in 2021. Das heißt, es ist ganze zwei Jahre schon fast her, als sie rausgekommen sind. Und natürlich kann man sie jetzt auch nicht mehr bekommen, Leute. Das ist, warum die so selten sind. Und ja, sieht eigentlich ganz cool aus, Leute. So, auf Platz Nummer 9 haben wir den Zombie Buffalo Plush, Leute. Ja, wir kennen ja den Zombie Buffalo, Leute. Ich denke mal, ich habe auch einen, Leute. Ich werde safe einen haben. Zombie, habe ich keinen? Nee, ich habe tatsächlich keinen, Leute. Ich habe nur normale Buffalos. Naja, Zombie Buffalo Plush im Oktober 2018 rausgekommen. Gebt euch das mal, Leute. Fast schon drei Jahre her, als er rausgekommen ist. Und deshalb ist er natürlich auch verdient auf Platz Nummer 9 gelandet. Auf Platz Nummer 8 haben wir das Herzplush. Ja, Leute. Das Herzplush ist im Februar 2019 rausgekommen. Ja, ich denke mal an Valentinstag, Leute. Das wird ziemlich, ziemlich viel Sinn machen. Wenn es am Valentinstag von 2019 rausgekommen ist, halt für irgendwie nur einen Tag oder so. Da in einem Tag konnte man das bekommen und danach halt nicht mehr, Leute. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie man die Toys immer bekommen hat. Ich kann euch nur das Datum sagen und halt, dass sie ziemlich, ziemlich selten sind, Leute. Somit eigentlich die Top 10 seltensten Toys in Adopt-Me. Kann auch sein, dass meine Liste nicht komplett perfekt ist, aber sie wird ungefähr zustimmen, Leute. Sie wird ungefähr zustimmen und wie gesagt, falls es euch gefällt, einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ja, Leute, auf Platz Nummer 7 haben wir die Egg Rattle. Ja, die Egg Rattle ist im April 2018 rausgekommen, Leute. Das ist einfach ein Ei quasi. So eine, wir haben ja hier den normalen Rascheln quasi, Leute. Und das war quasi eine Raschel, die so aussah wie ein Ei. Ja, wo habe ich jetzt hier die Raschel, Leute? Letztens gab es ja eine hier. Luna Rattle zum Beispiel. Und ja, die war halt quasi so, nur die sieht halt so aus wie ein Ei. Hört man ja auch schon am Namen, Leute. Die Egg Rattle. Genau. Und ja, Leute, die kam, wie gesagt, im April 2018 auch, Leute. 2018 kam mir, glaube ich, Adopt-Me so richtig, richtig raus. Und da kamen dann halt die ganzen Toys rein, damit das Spiel nicht langweilig wird. Und irgendwann 2019 kamen dann ja die ganzen Pets. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Panda Paul. Und ja, Leute, der ist tatsächlich im Februar 2018 schon rausgekommen. Alter, ist das früh. Und das, Leute, das war vor mehr als vor drei Jahren. Und ja, ihr könnt euch ja schon vorstellen, wie selten der ist, oder? Also, ich habe ihn zumindest nicht. Ich habe, wie gesagt, keines von diesen Toys, die auf der Liste sind, Leute. Und ich gehe mal ziemlich davon aus, dass ihr mindestens noch drei, die jetzt kommen werden, kennt, Leute. Ihr kennt mindestens noch drei der Toys, die jetzt noch kommen werden, weil die sind ziemlich, ziemlich, ziemlich beliebt. Okay, Leute, auf Platz Nummer 5 haben wir die chinesische Laterne. Wir hatten hier eben quasi die chinesische Rattle, Leute, aber die ist ja von diesem Jahr, Leute. Aber 2018 im Februar gab es die chinesische Laterne. Die kann man so hochsteigen lassen, Leute. Und die sieht halt mega cool aus. Ist halt mega, mega selten, weil, wie gesagt, Leute, 2018.
Leute, habt ihr 2018 schon Roblox Adopt Me gespielt? Wenn ja, schreibt's mal in die Kommentare. Wenn nein, schreib in die Kommentare, wann hast du mit Adopt Me angefangen? Das würde mich mal mega interessieren. Schreib's mal in die Kommentare rein. Mach's kurz jetzt. Und währenddessen kann ich ja schon sagen, was auf Platz Nummer 4 ist, Leute. Leute, das Toy, das Spielzeug, was auf Platz Nummer 4 ist, ist ja wahrscheinlich eins der zwei beliebtesten Toys in komplett Adopt Me. Und zwar, Leute, schreibt auch jetzt mal in die Kommentare, was denkt ihr, Leute? Was ist auf Platz Nummer 4? Geht jetzt nochmal in die Kommentare rein. Du solltest ja gerade schon reinschreiben, wenn du mit Adopt Me angefangen hast. Geh jetzt nochmal in die Kommentare rein und schreib mir, was denkst du, was ist auf Platz 4? Das ist mit eins der beliebtesten Roblox Adopt Me Toys, die es gibt. Und zwar ist es der Thumbstone. Ja, Leute, der Thumbstone kam Oktober 2018 an Halloween, Leute. Das Halloween-Event von 2018, der Thumbstone, Leute. Mit dem kannst du dich einfach unsichtbar machen. Ist das nicht cool, Leute? Also einfach unsichtbar machen ist schon mega, mega nice, Leute. Und ja, der ist halt mega, mega selten, auch mega, mega viel wert und halt auch mega, mega cool. Und ja, auf Platz Nummer 4 ist er nur, aber was kann dann wohl auf Platz Nummer 3 sein? Ich kann euch sagen, es wird wieder was mit Halloween zu tun, Leute. Weil die nächsten Items, die jetzt kommen, sind alle 2018 erschienen. Macht ja Sinn, das sind ja auch die seltensten Adopt-Me-Items, beziehungsweise die seltensten Adopt-Me-Spielzeuge, Toys, die es gibt. Natürlich sind die am frühesten rausgekommen, Leute. Und zwar, auf Platz Nummer 3 haben wir den Broom, beziehungsweise diesen Hexenbesen da quasi, Leute. Den kennt ihr wahrscheinlich viele von euch auch, Leute. Ich kannte ihn auch. Und ja, er ist mega cool. Ich habe ihn leider noch nicht und ich hatte ihn auch noch nie. Aber ja, Leute, richtig, richtig cooles Item. Unter anderem auf Platz Nummer 3, auch im Oktober 2018 beim Halloween-Events. Item auf Platz Nummer 2 ist, glaube ich, das beliebteste Toy, das beliebteste Spielzeug in Adopt-Me. Und zwar, Leute, ist es. Was kann es sein? Es hat zwei Wörter im Namen und beide Namen von denen fangen mit C an. Candy Cannon. Genau, Leute, die Candy Cannon, die Süßigkeiten schießt, beziehungsweise diese Lollipops. Von den Lollipops habe ich tatsächlich welche, Leute, weil ich hatte die Candy Cannon mal ganz kurz in meinem Inventar. Und wenn wir diesen Lutscher hier essen, Leute, wenn wir diesen Lutscher hier essen, wenn er mal laden würde, essen wir ihn mal und jetzt sehen wir schon, Leute, wir bekommen an Speed. Wir sind schneller geworden und mit der Candy Cannon kannst du unendlich viele Lutscher quasi rumschießen, Leute. Und die ist einfach 2018 erschienen. Das ist mega, mega früh, Leute. Aber ja, Adopt Me existiert halt schon ein Weilchen, oder? Adopt Me existiert halt schon ein Weilchen. Leute, aber wenn die Candy Cannon auf Platz Nummer 2 war, was ist dann auf Platz Nummer 1? Ja, Leute, das seht ihr nach der Werbung. Quasi macht keine Werbung, aber Leute, joint gerne meinem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung. So, Leute, auf Platz Nummer 1 der seltensten Spielzeuge, der seltensten Toys in Adopt Me befindet sich die Cloud Rattle. Ja, wenn ihr irgendjemanden mit diesem Item seht, Leute, wenn ihr irgendjemanden mit diesem Item seht, wisst ihr, okay, der Typ ist krass. Ich glaube, dieses Item kann man nicht mal mehr traden. Ich bin mir da aber nicht zu 100% sicher, Leute. Aber dieses Item ist mehrere Mega-Neon-Legendaries wert, Leute. Weil dieses Item ist das heftigste und das krasseste Item in komplett Adopt Me. Es ist wieder eine Rattle, Leute, so wie diese Luna Rattle hier. Nur halt sieht sie so aus wie eine Wolke. Und damit meine ich nicht den Wolken-Stroller, Leute. Damit meine ich nicht das hier. Aber ungefähr mit dem Ding könnt ihr diese Rattle halt vergleichen. Nur, dass es halt kein Kinderwagen ist, sondern ein Spielzeug, eine Raschel, Leute. Ich eben gezeigt hatte, Leute. Die Cloud Rattle. Erschienen im September 2018. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Und ja, wenn ihr jemanden mit diesem Item seht, dann könnt ihr wissen, okay, die Person weiß, was sie tut. Dieses Ding ist ziemlich, ziemlich viel wert. Und ich hätte es eigentlich gerne mal, aber ich hab's leider nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, habe ich euch alle Top 10 seltensten Toys in Adopt Me gezeigt. Wie gesagt, die neuen Toys kommen bald. Und ich bin sehr gespannt, Leute. Ich habe auch auf jeden Fall ein paar Geschenke vorbereitet, damit ich die natürlich öffnen kann, damit ich alle vier neuen sagenhaften Fahrzeuge rausbekommen kann, Leute. Und natürlich werde ich sie in einer Aufnahme öffnen. Das heißt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Und liked auch gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und ja, Leute, benutzt auch gerne Starcode Jojo, falls du den Robux oder Roblox Premium kaufst. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao. Leute!